und herzlich willkommen auf der Flucht, da natürlich zurück zu Bivos Tech Pack Minecraft. Ich wollte jetzt gerade schon Vize-Beast sagen. So, und warum renne ich eigentlich? Ich renne eigentlich aus Spaß an der Freude. Nein, Essen braucht man natürlich, bevor es losgeht. Es ist nochmal derselbe Tag wie bei der letzten kurzen Aufnahme, da ich ja da nur 2 Folgen geschafft hatte, obwohl ich ja so eigentlich 3 geplant hatte. Sitze ich jetzt eben abends nochmal dran und nehme nochmal 1-2 Völkchen auf, damit es dann alles klappt. Denn ich weiß noch nicht, ob ich dann am morgigen Tag die Zeit wirklich habe, das komplette Tutti aufzunehmen, so wie geplant eigentlich. Jetzt müssen wir noch was unbedingt essen. Ein Fisch. Stopp, nee, das brauchen wir noch nicht essen. Das auch noch nicht. So langsam, wir müssen dringend wieder kochen und vor allem hier dann auffüllen, ne? Hauen wir uns einfach nochmal ein Toastbrot rein. Das sollte dann eigentlich erstmal reichen. Jawoll. Guckt euch diese Teleportschweine an. Guckt die euch an. Die müssen wir unbedingt dann auch mal umsiedeln. Mit einer dicken Stahlbetonmauer. Damit sie nicht mehr abhauen. Also BRB. Hui. Ja, rein da, genau. Geht da rein. Gehst du da rein, du? Geh da rein. Nicht draußen rumdancen. Rein da. Rein da. Du auch. Rein da. Los. Hopp. Los, Porky. So. Jung, 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 jung. Ja, ein Ausbrecher. Teleportschweine. Ja, bald gibt es das Update auf die nächste Version. Das ist schon mal klar. Das werde ich wohl nächste Woche dann auch tun. Das heißt, ein paar Folgen wird es dann nochmal hier auf der alten Version geben. Und dann gibt es... Geht es auf in die neue. Wir werden, wie gesagt, eine Kochsendung dann auch wieder machen. Das hier müssen wir langsam mal aufrüsten. Wir müssen endlich mal auf Reise gehen, damit wir vielleicht noch ein paar Beerenbüsche finden und noch anderes schönes Gezuppel. Aber ich möchte gerade irgendwie doch die Brücke mal ein Stückchen noch fertigstellen. Das ist gerade irgendwie ein Bedürfnis, dem ich nachgehen möchte. Und ja, wenn ich das schon möchte, dann tun wir das doch auch einfach, ne? So, da haben wir die, dann brauchen wir noch die. Oh, das sieht auf jeden Fall gut aus. Muss ich zugeben, das gefällt mir. Das gefällt mir. Jetzt habe ich natürlich vergessen, ich bräuchte ja die dickeren auch noch. Ach nee, damals ja noch. Super. Super duper. Dann machen wir nämlich hier unser Los Brückos fertig. Oder gucken wir zumindest mal, dass wir hier vielleicht einmal noch rumkommen. Falsche? Richtige. Oh, jetzt falle ich fast runter. Schreck lass nach. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier so, damit wir erstmal die untere Kante haben. Und damit das hier... Ja, gut. Das sind Fehler, die wir ruhig machen können. Das heißt, ich bin jetzt diesen Moment auf jeden Fall mal konzentrierter. Ich glaube, habe ich jetzt eigentlich heute vor... Ja, heute Mittag in den 2 Folgen, was ich da sagen wollte, eigentlich gesagt? Das könnt ihr mir auch nicht beantworten. Ich wollte da noch was sagen zu puncto unserem lieben Köchchen, ne? Unseren kleinen Frechtax. Hier haben wir die noch fertig gezogen. Das haben wir hier noch gar nicht gemacht. Oh doch, hier haben wir auch 2 raus. Hier ist dann nur schon wieder der nächste. So. Da er auch so seine lieben dicken Witze und der Punkt, er hat ja zu sein, dass ich ihn Bodydöner genannt hatte, dass ich darauf den Chats auch so ein bisschen eingegangen bin. Da hat er auch. Oh, verdammt, da haben wir schon mal einen Fehler. Da hat er auch dazu geschrieben, dass er letzte Zeit von selber zugenommen hat. Tja, mein Lieber, das ist die Strafe der Gerechtigkeit. Nein, natürlich ist es Mist, wenn man zunimmt. Und er hat auch selbst gesagt, dass er nicht mehr so Sport macht, wie er gerne wollen würde. Und das kenne ich selbst ja zu gut. Man will, aber irgendwie kommt man nicht dazu. Entweder es fehlt einem selbst die Motivation, der Antrieb oder irgendwas anderes. Meistens jemanden, der mit einem zusammen Sport macht und den dementsprechend in den Allerwertesten reintritt, damit das was wird. Aber es ist natürlich mistig, wenn man zulegt. Ich habe ja auch, also seit ich studiere, habe ich echt zugelegt. In Anfangs, da ging es so, da bin ich auch noch so wirklich zum Sport gekommen. Nur irgendwann wurde mir das Fitnesscenter zu teuer. Muss ich dann aber auch zugeben. Da überlegt man dann halt zweimal, ob man sich das noch leisten will, kann oder überhaupt. Und ja, ich habe ja leider eh so einen Hang zum, ja, man könnte jetzt wirklich sagen, familiär gesehen, den Hang zum Übergewicht.
Manches Mal wünschte ich mir, ich hätte das von der väterlichen Seite. Mein Vater kann auf gut Deutsch fressen, was er will. Der isst auch das Doppelte bis Dreifache am Tag von dem, was ich zu mir nehme. Der isst fast stellenweise das Doppelte von mir und meiner Mutter zusammen. Ja. Und isst ein Spargeltarzan. Er sieht aus, als wenn er gleich zum nächsten Supermodel-Contest will, weil so abgemagert ist er. Könnte man zumindest meinen. Und ja, der kann essen, was er will. Der nimmt nicht zu. So viel zur gerechten Verteilung. Ich habe die, es wurde schon mal getestet, ich habe dieselbe Verdauung wie er, nur bei mir setzt die ganze Mist halt an. Und ich merke es ja auch, es liegt nicht immer am Essen. Glaubt es mir, auch für die, die jetzt vielleicht sagen, ach, da rede ich ja nur, es ist ja, da kommt alles so auf Mangelbewegung. Mangelbewegung ist bei mir ein Hauptpunkt. Wenn ich wirklich viel Sport mache, habe ich keine Probleme damit abzunehmen und auch das Gewicht zu halten. Aber das sieht dann auch dementsprechend aus, dass ich dann auch mal jeden Tag geschlagen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Zack, so, das wollte ich noch kurz machen. Dass ich dann jeden Tag halt auch massig Sport machen muss. Also täglich grüßt das Murmeltier, sprich täglich so 2 bis 3 Stunden. Dann geht's. Und es ist fast egal, ob ich esse, ob ich überhaupt esse, wie viel ich esse oder was. Bei mir ist das echt merkwürdig. Ich habe jetzt im Januar zum Beispiel gesehen, wo ich so von der Brücke gefallen bin, nee, wo ich da ja fast den ganzen Januar durch ja krank war. Erst Mittelohrentzündung, erst Bronchitis, dann Mittelohrentzündung oder was andersrum, ist ja auch scheißegal. Ich habe in der Zeit dann auch mal 2 Wochen, bin ich wirklich nur, was aber so schön bei, ist das, um nicht gleich tot wegen Mangelernährung in der Ecke zu liegen, also wirklich Minimalernährung. Ich habe nicht abgenommen, nicht 1 Gramm. Ich hätte es ja noch verstanden, wenn ich in der Zeit abgenommen hätte und dann hinterher, wenn man dann wieder anfängt, normal zu essen, ob wieder das Gewicht da ist irgendwann. Aber nö, ich nehme dann noch nicht einmal ab, obwohl ich da wirklich vegetiere und mich ernährt habe wie ein Supermodel. Oder sogar noch weniger. Und ja, mistige Gene, sage ich dann nur. Mütterlicherseits ist das ja bei unserer Familie echt so, nahezu alle, alle kämpfen mit ihrem Gewicht. Und das habe ich leider anscheinend mitbekommen. Klar, es hat nicht immer nur mit Genen zu tun. Bei vielen ist es einfach auch, wenn, also wenn man aus einer Familie kommt, wo alle schlank sind und selbst ist er, boom, entweder da ist irgendwas noch anderes im Argen, ist ja auch möglich, dass da auch irgendwelche Schilddrüsenfehlfunktionen oder so trotz allen vorliegen. Das kann man ja auch nie ausschließen. Aber ja, ich sag's nur, Gewicht ist Mist. Und ich wünschte mir, ich wäre einfach schlank. Schlank, rank und glücklich. Aber so soll es nicht sein. Dafür habe ich einen anderen Vorteil. Ich nehme auch sehr schnell ab. Also wenn ich jetzt anfangen würde, wirklich jeden Tag mein Sportprogramm von 2-3 Stunden wieder zu machen. Also mein Rekord, und das ist nicht nur, dass es ungesund klingt, es ist auch ungesund. Das war damals, ah Gott, da muss ich mir überlegen, wann war das? 2006. Da bin ich innerhalb von nicht mal 3 Monaten, also im ersten Monat hatte ich glaube ich 15, 20 Kilo runter, darauf den Monat weitere 10 Kilo und im dritten Monat immer noch 5 Kilo. Das geht dann rasend schnell. Also da hat man manches Mal auf der Waage geguckt, hat sich gedacht, wie, was, wo, wo. Ach, halt die Nase, als Maul! Ja, ich habe keine Lust, ich werde mich schlafen. Und das, es ist sehr ungesund, glaubt es mir. Und das Bindegewebe macht das auch nicht gerade gut mit. Aber ich bin danach auch dünn geblieben, muss man dazu sagen. Wie gesagt, da habe ich extrem schnell abgenommen. Und halt auch extrem viel. Und im Endeffekt nur, weil ich da die Zeit hatte, jeden Tag knappe 6 Stunden Sport. Und wirklich jeden Tag. Immer so 3 Stunden, so 2 bis 3 Stunden, dann Pause, wieder 2 bis 3 Stunden Pause, 2 bis 3 Stunden, und das über den Tag verteilt, dass ich so auf 6 bis 8 Stunden gekommen bin. Und recht geringe Ernährung, so wie ich es bis heute eigentlich immer noch mache. Joa. Was fehlt also? Der Sport. Aber die Zeit muss man halt auch haben. Das Gewicht ist eine Bitch, sag ich da nur. So, wir brauchen ein bisschen Darkwood Oak, damit wir dann das da auch wieder schick machen können. Und dann haben wir unsere nette Brücke erstmal primär fertig. Ich wollte gerade sagen, Wisp. Das wäre es jetzt auch gewesen. Eine Wisp hier drin. Wie viel werden wir denn brauchen? Ich glaube 2. Nehmen wir mal 2 mit erstmal. Und hoffen wir mal, dass das dann reicht.
Wumpa. Unter Wumpala. So, und dann müssen wir wumpern. So müsste es dann jetzt ja wieder stimmen. Das brauchen wir nicht, dafür brauchen wir das. Denn das soll dann ja unten noch ringsherum. Und dann haben wir eine Brücke, hoffentlich fertig. Und Erde habe ich, doch ein bisschen Klatscherde müsste ich ja noch dabei haben. Das ist also alles gut. Und Küsschen, Gott sei Dank, ich hoffe für dich, dass es nicht zu sehr, dass du nicht zu sehr in eine Breite gehst. Es ist einfach immer richtig beschissen, hinter wieder runterzukommen und dann das Gewicht zu halten, weil wenn man mal zugenommen hat, es ist halt wirklich so, wenn man einmal die Scheißfunde drauf hat, wird man so schnell nicht mehr los. Denn die Fettzellen verschwinden ja nicht aus dem Körper. Und wer jetzt sagt, dass es geht, ja, der war beim Absaugen. Raus aus meinem Reisfeld! Ja, was willst du? Ja, was will er? Bums, weg ist er. So, machen wir erstmal den da. Na komm, na komm. Na! Ich warte da nicht auf, dass die ganze Zeit, dass mich von hinten irgendwas wegbockt. Ich hab's gewusst! Wenn ich den richtig gesetzt hätte, hätte es alles wunderbar geklappt. Nervensäge. Ja, also wieder abnehmen ist wirklich richtig mistig. Und wer da vor allem auch irgendwie den Hang zu hat, zu Übergewicht, der hat ein Leben lang Spaß daran, wenn er seine Figur behalten will, wenn er wirklich mal abnimmt. Ich habe es wirklich, wie gesagt, 2006 war das, abgenommen. Bis zum Studium hatte ich eigentlich kaum Probleme. Da richtig gut auszusehen, ne? Zumindest im Vergleich zu heute, was das Gewicht anging und die Körperfülle. Ja, und dann kam, wie gesagt, das Studium, dann keine Lust oder kein Geld mehr für Fitnesscenter irgendwann und ja, keine Lust, kein Geld und, na gut, Lust schon. Sowieso, Fitnesscenter war wirklich kein Geld und keine Zeit, weil im Fitnesscenter lohnt sich nur, wenn man da wirklich mindestens 3-4 Mal die Woche ist. Wenn man das dann nur einmal die Woche schafft, aus zeitlichen Gründen, da kann man sich das Geld auch sparen, was ich irgendwann nochmal hoffentlich mir erlauben kann. Ich habe ja noch einen Kellerraum, den möchte ich umbasteln und da halt wenigstens so ein paar Trainingsgeräte reinstellen, damit man halt da auch einfach mal was machen kann. Das ist vielleicht ganz gut, gesund und... Nein! Ich rette dich! Baywatch. Was willst du denn? Ach nee, komm, lass mal den Nasenbär da mal Nasenbär sein. Ich habe da keine Lust, um mich mit denen zu prügeln. Mist, runtergefallen. Unser Brückchen. Es sieht echt schnieke aus. Es hat auf jeden Fall was. Zack, zack. Ah, ich... So... Ich weiß nicht, was meine Figur gerade macht. Ich bewege mich nicht. Ich gehe keinen Millimeter. Ich drücke nur auf... Ja, so ist ja geil. Auf W. So, dann machen wir hier noch kurz die Außenmarkierung. So, bitte hier den da. Die Außenverschnörkelung. Ja, hat auf jeden Fall... Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich hoffe, die Perücke wird euch auch gefallen. Wahrscheinlich kommen in den Kommentaren... Nee, was, die ist so hässlich, reiß die wieder ab. Ah, ja. Übergewicht, ein Problem fürs Leben, wo ich jeden nur wünsche, dass es nicht hat. Andererseits, genauso, ich sag's auch immer so, lieber ein bisschen mehr als Bulimie. Ist auch nicht gesund. Das, also da kann man nichts an, da lieber dann ein bisschen mehr auf der Rippe, als wenn man dann wirklich eine Magersucht irgendwie abgleitet. Und man muss ja wirklich, wenn man Übergewicht hat, auch aufpassen. Wenn man dann wirklich exzessiv abnimmt, dass man nicht selbst in so eine Richtung geht. Damals, wo ich so abgenommen habe, haben sich wirklich ein paar auch Sorgen gemacht, dass ich vielleicht in die Magersucht-Richtung springen könnte. Vor allem, wenn man dann irgendwann zu hören kriegt, Mensch, du bist so dünn geworden, du brauchst auf keinen Fall mehr abnehmen. Und ich habe ja, ein ziemlich breites Kreuz. Also, das habe ich selbst in dünnen Zeiten. Ich bin ein Zombie und gleich fährlich runter. Ja, kommen Sie an meine Theke. Ja, willst du nicht? So, jetzt will er aber. Mein XP! Bubrahimt, Übergewicht. Ach ja, damals abgenommen. Und dann halt wirklich auch zu hören gekriegt. Oh, nimm ja nicht noch weiter ab. Du bist schon so dünn gedacht, aber nur eigentlich so 5-6 Kilo willst du noch. Ja.
Ich glaube, es ist ganz gut, dass die auch nicht runtergegangen sind. So. Ich glaube, die Brücke könnte ich jetzt erstmal so, könnte ich so belassen, aber ich bin ja ein alter, verdammter Perfektionist. Das bedeutet, da gehen wir nochmal lang. So. Hoch hier. Und dahin und dorthin. So. Buddeln uns hier einmal ganz kurz über den Fluss. Tralalala. Und dann bauen wir noch die Verzierung daran. So, das sollte auch reichen. Jetzt überlege ich nur, mache ich nur die Verzierung? Ich glaube, ja, die sollte reichen. Da war, glaube ich, am meisten von. Und die Folge ist auch schon wieder um, wie ich sehe. Dann kann ich ja nächstes noch was zu dem Brotkasten sagen, weil zwei Stück möchte ich jetzt so gerne aufnehmen. Denn das habe ich mir heute Mittag, beziehungsweise heute Mittag ist gut, vorhin dann noch kurz mal runtergeladen, mal kurz geguckt, wie das ist. In 5 Minuten der Muse. Und da kann ich ja dann noch ein, zwei Wörtchen zu verlieren. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss.